Herr Präsident, liebe Kollegen, wir freuen uns alle daran, dass Deutschland zurzeit hier in einem guten Zustand ist. Das sagen einige, seit 2005 ist dieses durch tatkräftige Leistung der Bundesregierung erreicht worden. Hubertus Heil korrigiert, seit 1998. Es ist unwahrscheinlich, dass man hier vergessen kann, es gab auch vorher schon Politik, gell? Gerhard Stoltenberg 1965, gell? Also Matthöfer oder Imke, auch in den 80er Jahren hatten wir prächtige Forschungsminister. Freunde, das alles sollte hier in der großen Kontinuität unserer Arbeit gewürdigt werden. Denn die Stärke, die wir erreicht haben, liegt daran, dass wir in Kontinuität in jeder Zeit die neuen Akzente gesetzt haben, die notwendig waren, aber das Ganze zusammengehalten haben und Deutschland hier vorangebracht haben. Dieser Zwischenruf im Protokoll bleibt unkommentiert. Meine lieben Freunde, und gerade wenn es uns gut geht, wenn wir stark sind, ist es gut, dass man eine intelligente Begleitung durch den EFI hat. Der Expertenrat sagt uns immer, und er sucht sich immer Kernpunkte raus, an welchen Stellen wir hier noch besser werden könnten, gell? Und Frau Wanka sagt völlig zu Recht, wenn wir glauben, dass wir gut sind, dann soll uns das nicht hindern, besser zu werden. Okay. Und wo steht es? Über die kleinen und mittleren Unternehmen hat Kai Gehring gesprochen. Und wir haben kürzlich in der Debatte zur steuerlichen Forschungsförderung deutlich ein Schwerpunkt. Und das ist richtig. Hier müssen noch einiges tun. Und auch die Digitalisierung bei den kleinen und mittleren Unternehmen ist ein bisschen schwierig, gell? Die Fremden noch. Frau Esken hat gesprochen über die Frage E-Government. 2010 hatten wir hier schon ein entsprechendes nationales Konzept. 2013 haben wir ein Gesetz, aber wir haben auch unser föderales System. Das so zusammenzuführen, dass jetzt wirklich eine nutzerfreundliche, durchgängige Digitalisierung als Dienstleistung angeboten wird, hat natürlich auch seine Auswirkungen auf den Rest der Welt, einschließlich des Forschungs- und Mittelstands. Zur Digitalisierung, und dies ist wirklich der zweite große Schwerpunkt von EFI, zur Digitalisierung gehören die jungen Unternehmen. Das setzen wir an vielen Stellen an. Die deutsche Börse mit den Fintechs in Frankfurt. Diese prächtige Berliner Szene mit einer munteren Community, die sich vor allem daran freuen, dass man in Berlin fröhlich leben kann, aber die darüber hinaus bereit sind, mehr als man glaubt es nicht, 38 Stunden in der Woche zu arbeiten. Gell? Und was daraus entsteht, ist eine dynamische, fröhliche Gemeinschaft. Aber das wächst hier zu langsam. Wir haben hier durchaus noch die Möglichkeit, mit Wagniskapital zusätzliche Ansätze zu schaffen. Und ich wünsche der Bundesregierung allen Erfolg bei der Arbeit, jetzt ein beihilferechtlich unbedenkliches Konzept zu entwickeln mit Unterstützung der Wissenschaft. Digitalisierung, das geht in den Bereich der Mikroelektronik. Die Mikroelektronik, da sind wir stark in der Industrie. Das ist etwas in die Automatisierung, in die Diagnosetechnik, in die Automobilindustrie, in den Anlagenbau. Aber hier die Sache so zu bündeln, wie es das Programm der Bundesregierung sagt, nämlich europäisch die Kompetenzen zur kritischen Masse zu führen, das ist eine Aufgabe. Dass wir hier ein beihilferechtlich sauberes Konzept jetzt kriegen, das die EU uns freigestellt hat von Beihilfeverfahren, mit denen wir uns manchmal in kompliziertester Weise Beine stellen auf dem Weg der praktischen Vernunft, gell? Faszinierende Erfahrung. Das ist eine Voraussetzung, dass wir ein großes Projekt hinkriegen. Die Industrie hat es mit der Wissenschaft ausgearbeitet. Wir sind gespannt, wie der Wirtschaftsminister mit der leidenschaftlichen Unterstützung des Finanzministers das jetzt in den Haushalt einpasst. Und die Digitalisierung ist eine Frage bis in den Weltraum.
was jetzt passieren will. Der Wirtschaftsminister hat eine Studie New Space vorgelegt. Was jetzt passieren muss, ist, dass die Unternehmen hier sich einlassen auf diese neue Welt der Dienstleistung, Weltraum gestützt, dass die Riesendatenströme vernünftig in Nutzung übergeführt werden, dass die Endgeräte, die Infrastrukturen da sind, dass die Industrie nicht auf das schaut, was der Staat hier beschließt und als geniale Ziele vorgibt, sondern auf den Markt und das so nutzt, wie in den USA das schon läuft. 2 Milliarden Dollar Wagniskapital sind in Amerika im letzten Jahr hier in den Weltraum gegangen. Herr das Kollege, müssen wir hinkriegen. Und Herr diese Kollege, Leidenschaft bauen wir auf. Würden Sie freundlicherweise zwischendurch mal auf die Uhr blicken? Ich habe schon mal gesagt, das irritiert eher. Ja. Ja, also. Dann mache ich Sie mal hilfsweise darauf aufmerksam, dass in wenigen Minuten der parlamentarische Abend, das Sommerfest, beginnt, zu dem Sie rechtzeitig erscheinen sollen. Herr Präsident, wenn Sie mir bis dahin Zeit geben, werde ich Sie gerne nutzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in einer digitalen Welt und sie wächst unter unseren Händen. Und das Entscheidende ist, dass wir sie so gestalten, dass die Leute Freude daran haben, dass sie nutzerfreundlich bleibt und human wird. Die digitale Welt, prima, aber leben tun wir analog. Und dass wir in unserem analogen Leben Freude an der digitalen Welt haben, das wird entscheidend dafür sein, dass sie gelingt. Und daran wollen wir arbeiten in diesem überaus kompetenten Parlament, zukunftsfreudig unternehmen. Und heute Abend wollen wir feiern. Ich mache dann nur der guten Ordnung halber noch darauf aufmerksam, dass die namentlichen Abstimmungen, die für den späteren Nachmittag oder früheren Abend angekündigt sind, nicht drüben, sondern hier stattfinden. Ich schließe.